Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Dark Schnegge Reviews und ein spezieller Gruß an alle Assassinen da draußen. Es ist wieder soweit, Assassin's Creed ist zurück und ich habe es mir natürlich nicht als langjähriger Fan der Serie nehmen lassen, mir eine Edition davon zu kaufen, die für mich persönlich doch wirklich sehr genial geworden ist, die ich euch heute auch in diesem Video dann halt vorstellen möchte. Assassin's Creed hat, glaube ich, jetzt über ein Jahr Pause gemacht. Die Entwickler Ubisoft haben sich ein bisschen Zeit genommen, um ein bisschen an der Formel Assassin's Creed, dem langjährigen Franchise, zu feilen. Und ich finde, das haben die wirklich gut gemacht. Denn neuerungstechnisch muss ich sagen, ich habe jetzt ein paar Stunden gespielt und bin davon sehr beeindruckt, muss ich sagen, haben die wirklich doch einiges verbessert. Altbewährtes ist natürlich immer noch mit dabei. Das typische Schleichformat, die versteckte Klinge, alles Mögliche. Nur dieses Mal ist Assassin's Creed ein bisschen mehr in die Rollenspielsparte abgerutscht, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Denn euer Hauptcharakter, der gute Bayek, levelt dieses Mal. Und auch eure Gegner sind in einem bestimmten Levelbereich auf der gesamten Karte verteilt. Mal niedrigstufig, mal höherstufig. Ihr müsst also erstmal einen gewissen Levelgrad erreichen, um dann halt in diese Bereiche auch vordringen zu können und eure Gegner zu besiegen. Was ich besonders toll finde, ist, dass auch eure Waffen leveln, eure Ausrüstung könnt ihr leveln. Das macht schon um einiges mehr Spaß als die Teile davor, muss ich sagen. Und ihr seid dieses Mal in einer riesig großen Welt unterwegs. Ihr seid im alten Ägypten unterwegs und erforscht so gesehen die Ursprünge der Assassinen. Wie sind die Assassinen entstanden? Was waren die Beweggründe? Und der gute Bayek ist so gesehen, ja, könnte man sagen, fast einer der ersten Assassinen überhaupt. Und im alten Ägypten, muss ich sagen, ist das echt ein tolles Setting. Ihr habt wirklich eine unglaublich schöne Grafik in dem Spiel. Von Alexandria bis hin zu Gizeh habt ihr da so ganz tolle Sachen optisch gesehen, die euch wirklich umhauen werden. Gerade wenn ihr das erste Mal vor den Pyramiden steht, dann denkt ihr auch, wow, ganz toll gemacht, Ubisoft. Muss ich euch gestehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und natürlich habe ich mir jetzt eine Collectors Edition zugelegt. Und zwar die riesige Gods Edition. Jawohl, ein Riesenbrummer. Und ich muss euch gestehen, ich bin doch sehr angetan davon. Allein natürlich die Verpackung. Dieser riesige Karton kann sich schon sehr sehen lassen. Alles schön im ägyptischen Style. Ihr seht vorne drauf zum Beispiel die Göttin Sachmet. Das finde ich wirklich ganz toll gemacht. In einem schönen Goldton. Ihr habt dann hier natürlich das Assassinenzeichen versteckt. Assassin's Creed Origins, die God Edition. Links unten, das Ganze ist ab 16 Jahren aufwärts. Und natürlich von Ubisoft, das Ubisoft-Zeichen haben wir da auch noch mit am Start. Wenn wir das Ganze jetzt mal drehen, haben wir dann hier unter anderem auch noch die Schlange. Ich habe gerade den Schlangengottnamen vergessen, aber das sieht auch wirklich sehr, sehr genial aus. Das gefällt mir. Und ich glaube, auf der rechten Seite ist ein altbekannter Freund, den ich persönlich auch sehr gut finde. Nämlich hier verbirgt sich dann noch der Gott Anubis, was ich auch wirklich sehr toll finde. Und auf der Rückseite, wenn ihr da schon mal ein bisschen raufgucken wollt, eine kleine Sneak Peek haben wollt, haben wir natürlich hier ja, die gesamte Beschreibung, was sich in dieser Gods Edition befindet. Unter anderem natürlich dann auch nochmal hier oben die gesamte Beschreibung. Alles hat einen Ursprung. Altes Ägypten, ein majestätisches Land, welches zerbricht und durch ominöse Kräfte manipuliert wird. Kehre zurück und erlebe die Geburtsstunde der Assassinenbruderschaft. Deine Taten werden die Geschichte eines ganzen Jahrtausends beeinflussen. Finde ich auch wirklich sehr, sehr gelungen. Dann seht ihr natürlich noch verschiedene kleine Elemente. Zum Beispiel zeige dein Können mit dem neuen Kampfsystem. Die haben auch das Kampfsystem etwas verändert. Das macht eigentlich auch Spaß. Läuft alles sehr flüssig. Das läuft schon ganz gut. Und ja, ihr seht schon hier natürlich noch die ganzen Feingoodies, die jetzt noch in dieser Gods Edition mit dabei sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Edition selbst und öffnen sie. Und auch innen drin verbergen sich hier natürlich einige schicke Goodies, die wir uns jetzt mal genauer anschauen, denn ich werde jetzt mal kurz das Ganze hier hochziehen und da seht ihr schon, dass sich hier einige nette Sachen, unter anderem auch der gute Bayek selbst, die Hauptfigur aus Assassin's Creed Origins, verstecken. Das finde ich schon mal sehr schön, aber ich würde sagen, Bayek selbst packen wir erstmal beiseite. Den zeige ich euch später, weil das ist so gesehen das Highlight dieser Edition. Der kommt erstmal weg und jetzt gucken wir uns mal die Box von innen erstmal an, denn ich finde, das muss gezeigt werden. Ein schönes Diorama von Ägypten, was wirklich ganz, ganz toll aussieht. Hier im Hintergrund noch mit den Pyramiden und alles. Na, so ist die Landschaft in Assassin's Creed Origins designed. So sieht das wirklich aus. Und das ist einfach wunderschön geworden. Und natürlich hier Hieroglyphen mit drauf. Auch das gefällt mir sehr, sehr gut. Also da kann sich diese Gods Edition auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Schaut mal hier, da sind die ganzen Hieroglyphen komplett einmal ringsrum in dieser Edition.
Animation verbaut. Ne? Sehr, sehr toll gemacht. Tolles ägyptisches Flair, was hier Ubisoft in diese Gods Edition reingebracht hat. Außerdem, wenn ihr mal genauer hingeguckt habt, ist hier unten noch so eine kleine Öffnung. Seht ihr dieses Loch? Da befindet sich eine kleine verborgene Schublade drin. In dieser kleinen verborgenen Schublade, die wir hier unten öffnen können, da ist sie. Habt ihr dann natürlich auch noch die ganzen schicken Items mit drin, die ihr fürs Spielen braucht. Wie ihr schon sehen könnt, sind als erstes obendrauf mal die Codes für eure ja, extra Sachen, die ihr mit dabei habt. Na, hier wird erstmal erzählt, wie ihr dann so gesehen euer Audio-Pack runterladen müsst. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ihr müsst also, wenn ihr das Spiel installiert habt, noch die deutsche Sprache in einem Audio-Pack halt selbst in das Spiel installieren. Dann kommen wir zu den Ingame-Goodies, die wirklich sehr cool sind. Unter anderem hier das erste kleine DLC-Pack, und zwar Secret of the First Pyramids. Na, das finde ich wirklich sehr interessant. Ich selber habe es noch nicht gespielt. Ich bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall sollt ihr da die Geheimnisse der ersten Pyramiden erkunden können. Und ja, ich bin sehr gespannt, was das für eine kleine Nebenmission ist. Der Code selbst, den kann ich ruhig zeigen. Ich habe ihn nämlich schon eingelöst. Na, das ist unter anderem mit dabei. Und dann natürlich exklusiv für die Gods Edition haben wir hier das Digital Deluxe Pack, wo ihr dann unter anderem noch eine extra Mission habt, unter anderem Ambush at the Sea. Na, habe ich auch noch nicht gespielt. Und die hat ein paar schöne kleine Sachen, und zwar habt ihr das Desert Cobra Set. Das heißt, ihr kriegt für Bayak eine neue Ausrüstung, ein neues Reittier und unter anderem noch einige schicke Waffen. Und was ich auch gut finde, so ein bisschen kleiner Vorsprung vor anderen normalen Spielern, wir kriegen drei Fertigkeitenpunkte vor eurem Fertigkeitenbaum, kriegen wir halt nochmal extra mit dazu, dann können wir da schon mal ein bisschen mehr machen. Bringt nicht unbedingt sehr viel, aber ich denke mal schon, das ist eine ganz nette kleine Sache. Ja, und dann unter anderem haben wir hier das Spiel selbst, was sich hier leider nur in der Standard-Edition befindet. Ich hätte mir gewünscht, dass hier jetzt noch zur Abrundung dieser tollen Edition das Steelbook mit dabei ist. Aber leider ist das hier nur der normale MRA. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Das Steelbook müsst ihr dann, wenn ihr das haben wollt, extra kaufen. Ne? Aber nun gut, mir reicht es auch so. Das Steelbook wäre natürlich wirklich noch sehr toll gewesen. Aber das ist halt die normale Edition. Und dann haben wir hier eine Karte. Ja, hier ist eine schöne kleine gefaltete Karte mit dabei, die, wenn ihr die ausfaltet, auch wirklich unglaublich groß ist. Und bei der Größe der Karte könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, wie groß Assassin's Creed Origins ist, wie groß das Gebiet in Ägypten ist, was ihr halt zu erkunden habt. Und ich muss sagen, das ist dieses Mal wirklich eine verdammt große Open World, die mir sehr gefällt. Und diese Karte soll euch dann so ein bisschen geleiten durch das Spiel. Ihr könnt sie euch vorne irgendwo auf euren Tisch legen oder vielleicht sogar an die Wand hängen und euch daran so ein bisschen orientieren. Ich finde diesen Stil hier dran wirklich sehr, sehr gelungen. Auch hinten drauf haben wir natürlich wieder wunderschöne Hieroglyphen, die sich durchs ganze Spiel natürlich durchziehen, die hier wirklich ganz toll aussehen. Und ja, ich muss sagen, wenn ich das hier so sehe, habe ich natürlich Lust, gleich sofort wieder loszulegen. Und das werde ich auch noch die nächsten Tage. Ich werde Assassin's Creed Origins wirklich wie ein wahnsinniger spielen, denn ich finde das Spiel einfach mehr als gelungen. Für mich persönlich ist natürlich jetzt hier noch ein kleines schönes Highlight mit dabei, denn ja, wer auf Soundtracks steht, wird auch hier zufrieden sein, denn der Assassin's Creed Origins Soundtrack ist mit dabei, der sich hier in einer normalen Pappschachtel befindet. Hinten drauf 15 Lieder insgesamt, das finde ich sehr, sehr toll. Also wer auf Game Soundtracks steht, der kann auch hier sehr zufrieden sein. Ich kann euch gestehen, dass bis jetzt alle Assassin's Creed Soundtracks generell sehr, sehr toll sind und immer wieder auch das Main Team irgendwie mit drin verbaut wurde. Ich bin mal sehr gespannt, ob das Titellied halt sich auch hier in Assassin's Creed Origins irgendwo versteckt. Also für Musikliebhaber ist auf jeden Fall auch hier mit dem Soundtrack mehr als genug dabei. Finde ich ganz toll, ganz, ganz toll. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und dann seht ihr hier schon, ist noch was da drin. Und das ist wie immer natürlich, was in jeder Collectors Edition heutzutage eigentlich Standard ist, das Artbook. Ja, wir haben hier das Artbook zu Assassin's Creed Origins, was auch wirklich sehr schön aussieht. Natürlich wieder vorne mit dem Assassinen-Logo drauf. Und ich glaube, das ist das Auge des Ra. Ne? Ja, das sieht wirklich sehr cool aus. Wieder sehr schön gemacht. Auf der Rückseite auch wieder diese Schlange. Ne? Ganz, ganz toll. Und wir gucken da jetzt mal ein bisschen rein. Was haltet ihr davon? Ich zeige euch mal einen kleinen Einblick in die designtechnische Welt von Assassin's Creed Origins. Da gehen wir mal kurz rein. Natürlich Content, bla bla, alles okay. Das hier ist zum Beispiel so gesehen das Startgebiet, wo ihr dann seid mit Bayek. Das ist Siwa, das ist so gesehen sein kleines Heimatdorf. Da habt ihr dann eure ersten kleinen Abenteuer, ne, und ja, erkundet dann sozusagen von da an die Welt. Hier ist Bayek selbst, ne, verschiedene Concept Arts. Die sehen auch wirklich sehr gut aus. Das gefällt mir.
Und dann hier verschiedene Landschaften halt, was ich ja wirklich echt liebe ist, ihr könnt in diesem Spiel tatsächlich auf einem Kamel reiten. Dann hier ne, mal so ein paar kleine Einblicke halt, auch das gefällt mir sehr gut. Ich will jetzt nicht alles komplett für euch durchblättern, ihr sollt das alles so ein bisschen selber erkunden. Das hier ist zum Beispiel Aya, das ist die Frau von Bayek. Auch die ist ganz cool, mal sehen, was die noch für eine Rolle weiter spielt. Das finde ich auch interessant. Ob es hier auch Kleopatra gibt? Die muss hier doch auch irgendwo sein. Das Nil-Delta. Oh ja, schaut mal. Auch wirklich ganz toll, ne? Also diese Concept Arts sind ja generell immer sehr schön. Und sowas erwartet euch auch wirklich. Auch so diese ganzen Vögel, die dann aufgeschreckt durch die Gegend fliegen. Das Spiel hat einfach eine unglaublich tolle Optik. Auf sowas bin ich hier noch nicht gestoßen, auf riesige Elefanten. Aber wie gesagt, hier ist Gizeh. Ne? Also wirklich, wer auch Ägypten-Fan ist, den kann ich das hier ans Herz legen, denn die haben das wirklich wieder Ubisoft-typisch versucht, so gut wie möglich historisch nachzubauen. Und das ist denen auf jeden Fall gelungen. Und ich freue mich schon, wenn ich das erste Mal vor den Pyramiden stehe. Das wird wirklich ganz toll. Also ein kleiner, schöner Einblick durch dieses Artbook. Leider finde ich jetzt Kleopatra nicht, aber die ist hier bestimmt auch noch irgendwo drin versteckt. Ne? Aber ihr seht schon, das ist wirklich wieder ganz toll. Und ich bin ja dadurch, dass ich selber ein kleiner Künstler bin, immer voll angetan, wenn ich sowas sehe. Hier ist Bayek nochmal mit seinem Raubvogel. Auch das wirklich ganz toll gemacht. Klein und fein präsentiert sich hier also das Artbook, was ihr natürlich auch in eure Sammlung packen könnt. Es sind wieder ein paar schöne Einblicke bei. Das typische Artbook-Standardformat ist das eigentlich. Ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren generell Artbooks immer so in diesem Format gehabt, von verschiedenen diversen Spielen. Also passt das hier eigentlich auch schon ganz gut in die Sammlung. Das Highlight dieser Edition ist halt die Statue von Bayek selbst, unserem brandneuen Assassinen. Und ich muss sagen, ich bin wieder sehr begeistert, was Ubi Collectibles da gemacht hat. Denn die haben ja mittlerweile über die Jahre hinweg wirklich eine tolle Figurenreihe gestartet zum Assassin's Creed Franchise. Und auch der gute Bayek hier, der ist keine Ausnahme. Er sieht einfach unglaublich gut aus, hat tolle Details abbekommen und ja, repräsentiert den Charakter wirklich sehr, sehr gut. Ich mag vor allem die Base, wo er drauf steht. Das ist nämlich ein abgebrochener Kopf einer Statue der Göttin Sachmet. Ne, das sieht wirklich sehr toll aus. Dieser löwenartige, tigerartige Kopf hier sieht wirklich ganz toll aus. Natürlich wurde hier auch schon so ein bisschen mit Wüstensand gearbeitet. Ihr seht, dass dieser Kopf schon eingerissen ist. Überall ist so ein bisschen der Sand schon zwischen und alles. Und das sieht wirklich ganz, ganz, ganz toll aus. Da haben die wirklich echt einen super Job gemacht. Aber auch Bayek selbst, wenn ihr jetzt mal gerade hier die Rückseite seht, sieht wirklich toll aus. Ne? Zum Beispiel sein Schild hier, wo hier dann halt noch ein Skarabäus drauf zu sehen ist. Das sieht ganz toll aus. Ne? Leider ein bisschen krumm hier oben die Pfeile, ne, die sich hier verbergen. Die sind nämlich relativ flexibel. Ich lasse jetzt so. Man könnte sie natürlich auch noch ein bisschen versuchen zurechtzubiegen, aber ist völlig okay. Dann seht ihr auch natürlich, dass er seinen Bogen hier noch hat. Ubisoft-typisch haben wir hier auch wieder so eine kleine Gummisehne mit dran. Das finde ich ganz gut. Ne? Also auch das gefällt mir. Auch kleinere Details, wie zum Beispiel seine Tasche, die er hier hinten hat, finde ich gut. Und auch generell seine Kleidung, die er trägt, die ist sehr dynamisch, sie weht so ein bisschen im Wind, wenn ihr das seht. Ne? Ich finde das cool gemacht. Hier unten bis runter zu den Sandalen haben die hier eigentlich wirklich ganz, ganz tolle Arbeiten gemacht, auch auf der Seite. Dieses Symbol hier, das erkläre ich euch jetzt nicht. Wenn ihr das Spiel spielt, ja, dann werdet ihr ja das noch sehen, das wird sich selbst erklären. Aber auch da finde ich das echt toll. Dann hier seine Armschiene. In dem Spiel habt ihr natürlich auch die versteckte Klinge, die habt ihr dann jetzt hier, ne? Da ist sie drin. Auch die bekommt er. Ich glaube sogar, von seiner Frau kriegt er die und die meinte, das ist von Kleopatra. Ich weiß es nicht. Also hat Kleopatra so gesehen die versteckte Klinge dem Assassinen hier indirekt überreicht. Das finde ich auch ganz cool. Das gefällt mir. Ja, ansonsten, ihr seht auch hier auf Bayeks Oberarm sind verschiedene ägyptische Tattoos. Auch da werdet ihr im Spiel noch eine Referenz zu finden. Na, kommt mal her, da. Da werdet ihr im Spiel halt auch noch sehen, was es damit auf sich hat, denn er ritzt sich da, glaube ich, sogar noch selbst was rein. Das finde ich ganz interessant. Na, und ihr seht halt auch, dieser ganze ägyptische Stil hier an der Statue, am Bayek selbst, kommt durch hier mit seinem Brustschutz. Das finde ich ganz toll mit diesen feinen Details. Ne? Und ja, das einzige Teil, was ihr an dieser Statue halt ranpacken müsst, ist halt das Schwert von Bayek. Das ist halt separiert in der Verpackung. Da passt auch ein bisschen auf. Das wird hier nur so reingeklemmt. Ne? Ich habe das jetzt mal so. Nicht, dass es irgendwie abgeht. Das müsste, glaube ich, noch ein bisschen tiefer reingesetzt werden. Aber ich habe mir jetzt erstmal halt das Schwert nur so in die Hand gepackt. Ne? Und ja, wo ist der gute Bayek? Wollen wir uns mal angucken. Da ist halt die Front. Da seht ihr halt den Assassinen selbst. Und ich muss sagen,
Er sieht sehr gut aus. Er sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Dann könnt ihr auch halt seine Kapuze erkennen, die hier noch wirklich eigentlich aus einem Leinentuch besteht. Wirklich völlig zerfleddert, hat noch keinen richtigen Assassinenstil. Aber trotzdem kann man sich schon ungefähr vorstellen, wer der gute Bayek ist. Und ihr seht auch, dass eigentlich das richtige Assassinenzeichen hier noch gar nicht existiert. Das typische A, was wir in den ganzen Jahren der Assassin's Creed Spiele schon gesehen haben, das ist nicht mit dabei. Unten drunter können wir nochmal gucken. Assassin's Creed Origins, natürlich von Ubi Collectibles, ne? Auch ganz gut gemacht das Ganze. Die Statue oder Figur ist eigentlich relativ okay vom Gewicht her. Also da, wenn ihr wie gesagt Ubi Collectibles Statuen sammelt, wisst ihr, was auf euch zukommt. Das sieht wirklich gut aus, fühlt sich gut an, tolle Details und für mich auf jeden Fall wert gewesen, die Gods Edition zu kaufen. Ich finde den sehr, sehr gelungen. Wer die Ubi Collectibles Figuren kennt, der kann hier natürlich die gewohnte Qualität erwarten. Und ihr seht jetzt auch, Bayek hat eine schöne Größe. Ich mag den, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ihr habt natürlich auch, glaube ich, noch bei Ubisoft selbst die Möglichkeiten, noch natürlich wieder andere kleine Statuen von Bayek zu kaufen. Unter anderem dann natürlich auch mit seinem Raubvogel auf dem Arm, glaube ich, habe ich gesehen. Das wird bestimmt auch eine ganz schöne Statue sein. Aber die hier von der Gods Edition, muss ich sagen, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Die ist super gelungen und für mich echt ein kleines Highlight dieser Edition. Und ja, für mich der definitive Kaufgrund, dass ich sie mir zugelegt habe. Tja, und das war's auch schon. Mehr ist in dieser tollen Edition nicht zu sehen. Aber ich finde, da sind echt ein paar richtig coole, schicke Items drin. Und für mich war natürlich die große Kaufentscheidung wirklich die kleine Statue von Bayek. Denn ich habe schon einige Figuren von Ubi Collectibles in meiner Sammlung. Und der musste natürlich auch noch mit da rein. Also, tolle Statue mit dabei. Ihr habt ein paar schöne Ingame-Goodies mit dabei. Ihr habt die Karte mit dabei. Ihr habt das Artbook mit dabei. Und den schönen kleinen Soundtrack. Mal zum Reinhorchen bin ich generell immer ein Fan von. Für mich hat sich diese Edition auf jeden Fall gelohnt. Und daher natürlich wie immer eine hundertprozentige Kaufempfehlung für alle Assassin's Creed und vor allem kleine Statuensammler. Das soll es gewesen sein, liebe Leute. Jetzt bin ich mal wieder auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir unten mal rein. Seid ihr auch so wie ich langjähriger Assassin's Creed Fan? Seid ihr von Stunde 1 mit an dabei? Oder wollt ihr der Serie jetzt gerade eine Chance geben? Ich kann es euch definitiv ans Herz legen. Macht es, spielt Assassin's Creed Origins. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, Leute, ich bin raus. Wir sehen uns wie immer dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.